Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Ah, grüner Obelisk. Und das war dann wahrscheinlich wieder den Startraum. Aber ja, bevor ich das lade, dann haben die lieber das erstmal. So, das ist also grüner Obelisk Port. So. Ja, ich könnte das Port eigentlich weglassen. Das geht schneller dann. Keine große Herausforderung. Okay, nächster Porter. Eine Schleife. Und der letzte. Ist der Ausgang, okay. Also Startraum, besser gesagt. Das heißt, wir gehen jetzt in den grünen Obelisk-Raum. Keine große Herausforderung. Mal sehen, was uns da erwartet. Nun gut. Oh, hi, Großer. Ein Klabert zu. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Bist du auch ein Klabert zu? Du siehst so anders aus. Ja, bist du auch einer. Es handelt sich hier um Schutzwohn. Es geht sich um einen sogenannten Eingekerkerten, der durch selbst im Burg eingesperrt ist. Schmerzen als hier. Ja? Meine Beine tun. Was ist hier noch nie in meinem Leben gelaufen? Kann ich mir nicht. Die Dienerin der Natur ist verletzt. Ja, Jaira, Talisa. Ich bin bereit. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Erfahrung. Schmerzen übertraf die Erfahrung. Wenn ihr es wollt. Ich warte natürlich. Spürt die Kraft der Gerechtigkeit. Okay. Ja. Heilung. Ihr zeigt mir, wohin. Du hast keine mehr? Ich helfe, wo immer ich kann. Erstmal Keldon. Was kann ich tun? Ich bin bereit. Ja, die ständige Heilerei. So, Keldon ist schon mal wieder voll. Dann jetzt Talisa. Jetzt Yahira. Und noch einmal Minz. Gut.
So, dann gucken wir erstmal, wo der Teleporter hinführt, durch den wir gerade gekommen sind. Okay, Startraum. Euer Wunsch ist mein Begehr. Das heißt, wir können auch ebenso gut schnell den Weg gehen, weil vom roten Baum kommen wir gleich zum grünen Obelisk. Keine große Herausforderung. Das war nämlich der, nee, Tiefling, Succubus, blauer Dämonenraum. Nee, Tieflingsraum. Und dann zum grünen Obeliskraum. Gut, dass man Markierungen setzen kann. Ja, grüner Obelisk, weil das ist Schleif und das ist Startraum. Nun gut. So, das heißt, das ist Startraum. So. Was möchtet ihr? Hier haben wir. Ein echtes fleischliches Wesen. Mit euch liegen wir nicht im Blutkrieg. Sprecht, Sterblicher, und steckt euer Schwert weg. Aha. Ich bin hier, um euch zu zerstören, Dämon. Ich habe wirklich keine Ahnung, wovon ihr sprecht, Kreatur, aber es ist Zeit zu sterben. Wovon redet ihr eigentlich? Was ist dieser Blutkrieg? Ich denke, es sollte mal besser gehen. Nehmen wir mal die drei. Dieses Labyrinth sind wir gebracht worden. Von der Kraft geführt, die wir lange gesucht haben. Wir möchten nach Bato zurückkehren, aber all unsere Versuche, ein Tor zu wirken, sind gescheitert. Oh, cool, das sind also Teufel. Also, die kommen aus Bato, den neuen Höllen. Unsere alten Feinde, unsere Gegner im Blutkrieg, die Tanari. Sie sind auch hier. Zweifellos sind sie für unsere Probleme hier verantwortlich. Ja, die Tanari sind Dämonen. Aber die Tanari sind zu stark. Unsere Kämpfe sind lange und zahlreich. Vielleicht könntet ihr sterblichen Wesen... Nein, ich spüre, dass ihr zu gut seid, um uns von der verhassten Brut zu befreien. Am besten, man tötet euch gleich, bevor ihr noch mehr Probleme bereitet. Ja, das sind Erinnen. Teufelchen, also Imps. Kornugons. Und natürlich unser Kraschur-Freund hier, okay. Das heißt, wir laden. Das ist der Teufelsraum jetzt. Teufelsraum. Keine große Herausforderung. Also ja, Räume, die nur zwei Wege haben, so wie der jetzt gerade eben, sie sind schön. Nächster Port. Das ist wieder eine Schleife. Und die letzte. Tieflingsraum, okay. Nun gut. Gut, das heißt, wir legen uns jetzt als nächstes mit den Bator an. Balor, nee. Was immer ihr mit dem Batetsu. Oh Mann, die ganzen Namen. Balor sind Dämonengenerale. Bator ist die Hölle. Batetsu sind Teufel und Tanari Dämonen. Auch wenn es nicht hundertprozentig authentisch ist. Und Tieflinge sind Mischlinge aus Mensch und Dämon. Oder was, Mensch und Teufel? Oder was, beides? Meine Beine Das ist übrigens der falsche Porter. Das ist der richtige.
Ja? Ich bin bereit. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Okay. Das reicht fast schon. Ich hätte nur noch gern die Verteidigungskoordination. Ja, wenn ihr es wollt. So, dann schreiten wir mal hier durch. Ein neuer Sterblicher. Ein echtes fleischliches Wesen. Mit euch liegen wir nicht im Blutkrieg. Sprecht, Sterblicher, und steckt euer Schwert. Wärter statt Wärter. Ach, du machst ruhig mal Zähigkeit an. Du beschwörst die Eva. Du vertreibst mal das Böse. Du pfefferst da hinten einen Feuerball hin. Jetzt könnt ihr ruhig mal alle angreifen. Vor allem den Hauptmufti töten. Au. Ja, hier halte ich mal lieber. So. Was ist das jetzt mit Gegnern erstmal? Chaos, Klingenkugel, okay. Gut, Quick Save. Jetzt gleich wieder herausfinden, dass ich den Schwierigkeitsgrad vergessen habe. Nein, der ist doch oben. Gut. Dann Level Up. Stufe aufsteigen. Ein Priesterzauber. Eine zusätzliche Waffenfertigkeit. 2 Trefferpunkte, okay. Schleuder, Kampfstäbe, Streitkolben, Keulen. Ich nehme Streitkolben. Attributsmäßig. Nehme ich mal den Elementarschwarm einfach. Bin einverstanden. Krieg auf Stufe 7 einen neuen Zauber. Oh, ich den Feger des Todes. So. Stufenaufstieg als... Ja, als Kämpfer. Rettungswürfel verbessert ETW ein Trefferpunkt, ein Sagenkunde. Gestaltverwandlung Feuerelementar, Aura der Flammenden, Gestaltverwandlung Erdelementar, Massenerweckung, Implosion. Nehmen wir mal die Implosion. So. Schwierigkeitsgrad wieder erhöhen. Quickity Quick Save. Ich bin bereit. Wenn es das ist, was so, Schwertring.
Zepter-Edelstein. Und sein Herz. Ich war. Euer Wunsch ist mein Begehr. Und wir sind alle langsam erschöpft. Es geht allerdings noch.